Lieber Skorpion, herzlich willkommen zu deiner Preview 2024. Schauen wir, was das neue für Jahr für dich bereithält. Was gilt es zu erreichen, zu beachten oder ganz außer Acht zu lassen? Themen Monat für Monat in der Extended-Version. Den Link zum Extended findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Skorpion 2024. Essen. Du wirst ein Thema mit Essen haben. Entweder vermehrt essen, vermehrt von etwas essen, auf deine Nahrung achten, Nahrungsquellen achten, alles was mit Essen zu tun hat oder gar weniger essen. Sie sagen, es geht nicht nur um die Nahrung, die physische Nahrung, also um Milch, Äpfel, Brot und Eier, sondern auch um die Lichtnahrung. Was isst du davon? Sie sagen, Lichtnahrung ist Gott, das Allmächtige, die universelle Kraft, der Glaube, und deine Devotion dazu. Wow, du hast zwei Themenkarten. Wenn wir die Sternzeichen anschauen wollen, es geht um Feuer, Feuerelement, Feuerzeichen, Widder, Löwe, Schütze. Da kriege ich gleich meinen Hals kratzen, Jessas. Insbesondere geht es um einen Widder und einen Schützen. Der Widder pusht, der Schütze fängt dich auf. Dazu später mehr. Ja, lieber Skorpion, dieses Jahr kommst du mehr, wieder ein Stückchen mehr in deine innere Mitte, in dein inneres Gleichgewicht. Ausschlaggebend für dich April, Mai, Juni, Juli, August, kurze Pause, Oktober. Es geht dieses ganze Jahr darum, aufzubauen. Ja, wir erinnern uns an dein Imperium, davon habe ich schon die ganze Zeit über das letzte Jahr gesprochen. Doch nicht nur dein Imperium. Es geht auch um dich im Imperium, aber auch um dich in deinem Selbst, in deinem Sein. Vor allem um deine Autorität. Bist du autoritär genug, um Grenzen zu setzen, wenn es um andere Menschen geht? Geht es um Autorität darum, dass du vielleicht mit beiden Beinen standfest hinter dem stehst, was du tust und sagst. Wisse, dass sich dein Kelch füllen wird. Oh ja, er wird. Und hattest du nicht vor, erneut eine Party zu feiern? Ich hoffe, ich bin eingeladen. Ein sehr gutes Jahr steht dir bevor. Der wichtigste Tag im Jahr ist der 14. April 14.444. Die Zahl des Lichts, Querzahl 9. Es dürstet dich, du kannst deinen Durst selbst stillen. Du brauchst niemanden anderen mehr.
Das Jahr hat begonnen mit Überlastung auf der einen oder anderen Art und Weise. Doch die Überlastung, eigentlich ist sie nur fiktiv, denn du hast keinen Fokus. Das ist der Grund. Kein Ziel. Sie sagen, die Fratzen an der Wand, die du siehst, wollen dich daran erinnern, die Flügel auszubreiten. Du träumst von deinem Imperium, auch wenn du schon aufgebaut hast, mittendrin stehst. Doch das Imperium, manch einer hat gar keine Vorstellung davon, wie es eigentlich sein soll. Die Gedanken switchen hin und her, lieber Skorpion. Doch dieses Jahr wirst du zur Disziplin aufgerufen. Du kannst dich erst dann ausruhen, wenn Verträge unterschrieben sind, alles unter Dach und Fach ist. In der Zwischenzeit natürlich kannst du träumen, doch in der Zwischenzeit möchten sie, dass du in die Gänge kommst, dass du handelst. Sie werden dir die Wegweiser gut anschreiben. Es geht um deine innere Wahrheit. Es geht darum, dich mit deiner inneren Wahrheit zu schmücken. Ein Erdzeichen klopft und klopft an die Tür. Ja, Erdzeichen, Steinbock, Stier, Jungfrau, manches Mal machst du auf, manches Mal nicht. Doch das Erdzeichen möchte zelebrieren, das Leben zelebrieren, das Leben mit dir zelebrieren. Doch, boah. Du hast anderes zu tun, als mit der Vergangenheit wieder gut zu werden. Irgendwie hast du kein Interesse. Denk dran, Fokus gerichtet halten. Ja, und plötzlich dann wenn du wieder auf Zack bist, handelst, bang, mit Paukenschlag, Fanfaren und Trompeten, plötzlich ist der Skorpion nicht mehr der kleine Skorpion unterm Stein, sondern er erkennt sich im großen Sternbild, im Kosmos. Er kennt seine Größe, seine Kraft, sein Potenzial und kommt dem eigenen Sein ein ganz großes Stück näher. Das ist der Moment, in dem du die Einladung zu deiner Party schreiben wirst. Das ist der Moment, indem du gut möglich zum ersten Mal in deinem Leben tiefen, tiefen Frieden erfahren darfst. Ein Wassermann aus der Ferne beobachtet. Informationen, wer auch immer sie ihm zuträgt. Der Wassermann gut und gutmütig, wohlgemutes, schaut auf dich. Doch der Wassermann
Es wird dir geraten, keine erkaltete Suppe wieder aufzuwärmen. Der Wassermann möchte im Mittelpunkt stehen. Der Wassermann würde dich nur wieder aus dem Konzept bringen. Vertagen wir das. Es sei denn, du denkst, du bist stark genug, standhaft zu bleiben. Die Lieblosigkeit in deinem Leben hat ein Ende. Warum? Also die von dir gespürte Lieblosigkeit. Weil du in die Tiefe schauen kannst und die Dämonen besiegen wirst. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Du kannst zwar die Dämonen besiegen, doch ich würde mir vorher Gedanken drüber machen, ob du es auch schaffst, hinabzusteigen zu den Dämonen, sie zu besiegen und wieder heraufzukommen. Denn wenn du einmal unten bist und siehst, für was sie eigentlich alles verantwortlich waren, kann es sein, dass der Skorpion das große Sternbild vergisst und wieder unter den Stein kriechen möchte. Also, das bedeutet, wenn Themen aufkommen, schließe im Geiste Frieden mit ihnen, lasse sie los, vergebe dir und denen, denen du vergeben möchtest oder musst, ohne in den Schmerz hineinzugehen, ohne ihn aufzudrallern, ohne ihn aufzuklamüsern. Das kannst du zu einem späteren Zeitpunkt tun, nämlich dann, wenn gewisse Dinge sich gefestigt haben. Die Venus ist für dich sehr, sehr ausschlaggebend. Planet Venus, empfange Botschaften, verbinde dich, nehme die Frequenz der Venus auf. Aus welchen Gründen auch immer. Du wirst es dann schon wissen. Dieses Jahr gibt es zwischen März und August, ich weiß, das ist lang, breit gefächert, 6 Monate, gibt es einen Moment, in dem du ohne Motivation bist und alles als stumpfsinnig empfindest. Rede dir nichts ein. Es geht darum, dein Team zu bilden. Gebe ab, teile, nehme an, kreiere im großen Ganzen. Man kann dir durchaus unter die Arme greifen und du musst nicht alles alleine schaffen. Viele Menschen werden auf dich zukommen, vor allem im Juli, nachfragen, was auch immer du tust. Sie wollen es, weil nur du kannst es geben. Doch du sagst, halt, geduldet euch. Wir machen weiter, lieber Skorpion, in der Extended-Version. Wie gesagt, der Link ist hier unterhalb dieses Videos. In der Infobox, Monat für Monat, detailliert. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao.